Hallo ihr alle da draußen und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Projekt. Es ist das Remake von dem Spiel 13 oder 13, ich nenne es immer gerne 13. Und ich bin der Contra bzw. der Mike, falls ihr mich noch nicht kennen solltet. Und dieses Spiel ist ein ganz besonderes für mich. Ich habe jetzt schon ewig lange gewartet, seit es damals angekündigt wurde, dass ein Remake gemacht wird. Habe ich auf diesen Moment gewartet, denn heute ist der offizielle Release-Date, der 10.11.2020. Und das Spiel hat auch eine ganz besondere Geschichte auf meinem Kanal. Ich habe das nämlich damals schon mal gespielt. Und das ist jetzt schon 8 Jahre her, seit ich dieses Let's Play damals gestartet habe. Und ich habe vor der Folge, ich wusste, ich habe es im Jahr 2012 gestartet. Ich wusste nur nicht mehr genau wann und ich wollte rein aus Interesse einfach mal nachschauen vorher. Und wisst ihr, wann ich den ersten Part damals hochgeladen hatte? Es war der 10.11.2012, also exakt 8 Jahre. Das ist so ein unfassbarer Zufall einfach. Und ja, ich habe hier vorhin schon mal ein bisschen reingeschaut, also nicht ins Gameplay, sondern ich habe hier im Menü so ein paar Einstellungen vorgenommen. Auch interessant, dass sich das so bewegt, wenn man die Maus so ein bisschen bewegt. Ich habe die Sprache auf Deutsch umgestellt und da wurde auch angezeigt, ich habe ja den Vorbesteller-Bonus, dass ich so goldene Waffenskins hier habe. Die können wir auch. Erstmal muss ich hervorheben, dass die Sounds sich genauso anhören wie in dem alten, in dem ersten, also in dem Originalspiel. Da haben sie sich echt ziemlich ans Original gehalten, was ich schon mal ziemlich positiv jetzt gerade finde. Steuerung habe ich ein bisschen angepasst. Hier gibt es nämlich die Option goldene Waffenskins Vorbestellung. Erhältlich durch Vorbestellen des Spiels oder dem Kauf der limitierten Edition. Ich würde sagen, die machen wir einfach mal an. Weil ich habe das ja einfach vorbestellt. Das kann man den Bonus ja auch mal mitnehmen, oder? Goldene Waffenskins ist halt. Vielleicht sieht das schick aus, vielleicht nicht. Und wenn ich hier unter Dossier gehe, gibt es mal so ein paar Sachen. Also, ich weiß nicht, ob ich hier 100% machen werde. Ich bin eigentlich nicht abgeneigt, das zu tun. Hier gibt es Sammelgegenstände, es gibt die Verschwörung. Also, wir werden, falls ihr das Spiel nicht kennen solltet, das ist relativ einfach erklärt, aber das wird wahrscheinlich gleich im Intro sowieso alles geschildert. Das brauche ich euch nicht erzählen. Lustig ist hier Erfolge, das sind die Steam Achievements. Hier gibt es nochmal so ein extra Menü nur dafür. Und hier gibt es so ein paar Sachen, die man da tun muss. Ich weiß nicht, ob wir die alle machen. Ich meine, warum eigentlich nicht? Also, ich habe richtig Lust auf dieses Spiel. Und das wollte ich eigentlich schon letztes Jahr machen, aber es wurde leider verschoben auf dieses Jahr. Und jetzt ist es halt endlich wirklich draußen. Und deswegen würde ich sagen, ja, bevor ich es vergesse, das Originalspiel kam damals im Jahr 2003 raus. Ist halt also jetzt schon 17 Jahre dann später, dass da überhaupt noch ein Remake gemacht wird. Das ist ja schon ein Wunder irgendwie. Ja, für die 13 kennen, und das ist jetzt der interessante Punkt. Am Ende des Spiels, das ist jetzt kein Spoiler, ich sag hier nichts von der Handlung oder so, es kam nur ein To Be Continued am Ende. Und da sich das Spiel damals nicht so gut verkauft hatte, kam es nie zu einer weiteren Fortsetzung. Ich bin gespannt, ob es hier jetzt weitergeht. Oder ob das Spiel hier genauso endet wie das erste Spiel. Finden wir es zusammen heraus. Kampagne. So, neues Spiel. Ach so, das sind die. Ich will eine Story. Geringe Schwierigkeit. Die Gegner sind weniger tödlich, Tarnmodus verzeiht mehr Fehler und du findest mehr Ausrüstung. Für Spieler, die sich ein Erlebnis mit Story-Fokus wünschen. Agent. Ich will eine Herausforderung. Mittlere Schwierigkeit. Gegner, Tarnmodus und Ausrüstung sind fair kalibriert, unabhängig vom Können. Wird für das erste Durchspielen empfohlen. Super Agent. Ich will mich beweisen. Hohe Schwierigkeit. Gegner sind intelligenter, reagieren schneller auf Hinweise und sind tödlicher. Ausrüstung ist rar. Für Spieler, die das erste 13 oder andere Ego-Shooter gespielt haben. Ist halt immer so eine Sache bei mir. Ich spiele halt generell eigentlich sowieso fast nie irgendwas außerhalb von YouTube. Und aber ich würde schon gerne probieren. Ich habe das alte Let's Play damals nämlich auch auf der höchsten Stufe begonnen. Habe es dann später zurückgestellt, kurz vor Ende. Aber ich bin eigentlich so ganz gut durchgekommen. War natürlich teilweise ein bisschen schwer, aber ich will 13. Der höchste Schwierigkeitsgrad. Eigentlich kaum zu schaffen. Ich meine, es gibt auch Achievements dafür, dass man es auf der höchsten Stufe durchspielt. Soll ich das einfach mal probieren? Ich meine, wir können wahrscheinlich trotzdem nochmal zurückstellen, oder? Hoffentlich? Ich würde sagen, wir machen das einfach, oder?
bleiben. Los, weiter. Das Werk, das mein Bruder William begonnen hat, fortsetzen. Und ja, es wird wieder ein Sheridan ins Weiße Haus einziehen. Sind Ihre Sesselfurzer vom FBI in der Lage, die Mörder von Sheridan zu fassen, Colonel Amos? Ich bezweifle es. Behalten Sie Ihre Meinung für sich, General Carrington. Wie Sie wissen, können wir ohne Beweise keine Untersuchung führen. Niemand kann mich davon abhalten, meine eigene Nachforschung anzustellen. Verstehen Sie, Amos? Niemand! Nummer 13 wird nicht mehr lange ein Problem sein. Meine Herren, die Operationen können beginnen. Frank, ich bin's, Janet. Ich habe meine Runde beendet. Brauchst du mich noch ein bisschen Sektor? Okay, ich kehre zur Zentrale zurück. Scheint ein ruhiger Tag zu werden heute, was? Hast du heute Morgen das Meer gesehen? Hey, Moment. Ich rufe zurück. So, können Sie mich hören? Sieht nach einer Schussverletzung aus. Können Sie Ihre Beine bewegen? Erwachen. Und da wären wir jetzt. Oh. Ich kann mich an nichts erinnern. Schaffen Sie es bis zum Pickup? Ja, wir werden mal sehen, ob wir das bis zum Pickup schaffen. Aber wie geil ist das denn bitte? Das Intro ist einfach genau das. Das ist einfach das Intro aus dem alten Spiel gewesen, aus dem Original. Und auch die ganzen Dialoge bis jetzt. Das ist alles Dialoge aus dem Original. Das ist ja mal mega cool. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass die Dame da vorne so aussah. Da haben sie ein bisschen was geändert. Das muss ich jetzt auf jeden Fall mal sagen. Die habe ich anders in Erinnerung, aber wir folgen ihr jetzt erstmal. Ihr habt es ja im Intro gesehen. Also, Präsident wurde ermordet und es geht jetzt darum, den Mörder zu fassen. Und ja, wir spielen hier natürlich eine wichtige Rolle darin. Aber mehr dazu später. Wir folgen ihr jetzt erstmal. Oh shit, eine Erinnerung. Wir haben dich entdeckt! Raus aus dem Boot, sofort! Kim hier, hörst du mich? Muss raus hier! Durchsucht alle Kabinen! Ich muss von dem Boot runter! Wie komme ich hier raus? Können Sie mich hören? Ich werde Sie zum Rettungsposten begleiten. Versuchen Sie zu gehen. Ja, ich gebe mein Bestes. Puh, mein Gott. Aber kommen mir die Dialoge ein bisschen leise vor. Und das, obwohl ich hier eigentlich schon
mach mal die Musik leiser, weil im Zweifelsfall ist die halt ein bisschen leiser, aber... Ich dachte eigentlich, wenn ich die Soundeffekte vielleicht ein bisschen leiser mache, dass man auf jeden Fall immer, dass auf jeden Fall sichergestellt ist, dass Dialoge immer zu hören sind, egal wie laut die Soundeffekte sind. Eigentlich müsste das doch gut so gehen, oder? Ich lasse es erstmal so jetzt. Ja, speichere das erstmal so ab. Vorsicht! Oh! Verdammt! Oh. Oh, Errungenschaft, raus hier! Helen, ich bin's, Janet. Ich habe gerade einen Verletzten am Strand von Brighton aufgelesen. Er hat keine Papiere und kann sich an nichts erinnern. Ich würde ihn gerne scannen. Hast du Zeit? Eine Stunde? Sind schon unterwegs. Können Sie sich immer noch nicht erinnern? Ich habe diesen Schlüssel in Ihrer Tasche gefunden. Sagt Ihnen die Winslow Bank etwas? Hier, bitte. Wer ist da? Ach du Scheiße. Sie sind hier. Hallo? Ja, schlechter Moment. Sag Mongoose, dass wir das Ziel erfasst haben. Melde mich, wenn wir fertig sind. Okay, okay, wir brauchen eine Waffe. Sie sind hier. Hey, komm raus da. War doch irgendwo... Kommt her, Jungs. Er lebt, ist aber übel zugerichtet. Okay. Beweg dich nicht. Jetzt bist du dran. Ich mach ihn alle. Diesmal entkommst du nicht. Na, komm rein. Fliehen Sie aus der Rettungsstation, ist übrigens unsere Aufgabe. Der Typ hängt da einfach draußen rum, ne? Da vorne ist auch noch einer. Aber wir haben hier schon unseren goldenen Waffenskin. Der ist ganz nett eigentlich. Soll ich ihm hier mal eine überbraten, oder was? Hä? Shit! Ja! Ja. Rest in Peace. Kommt jetzt rein? Oder warum setzt ihr gerade die Action-Musik ein? Ah, was ist das denn? Okay. Ich muss jetzt mal so ein bisschen klarkommen auf das Game. Ich meine, ich kenne das Original, aber das ist auch schon ewig her jetzt. Also, ich glaube, das letzte Mal habe ich es tatsächlich auf meinem Channel gespielt. Das heißt, das ist jetzt 7 bis 8 Jahre her. Kann sein, dass ich zwischendurch mal wieder einzelne Level mal gespielt habe, aber... Das komplette Spiel auf keinen Fall, also... Ja, hier gibt es nicht mehr zu holen, oder? Ich will halt nichts verpassen, das ist halt... Wir könnten auch den... Das ist lustig, man kann auch die Stühle und so aufnehmen und die dann damit umhauen. Vielleicht sollte ich das wieder machen. Ist vielleicht einfacher, dem jetzt einfach eine überzubraten, als hier mit der Waffe rumzufuchteln. Da sind auch nochmal Schränke, da müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal reingucken. Wechsel mit Right-Mouse-Button in den Visiermodus. Also hat die Übersetzung noch nicht ganz gepasst, aber... Nani? Okay, nehme ich so hin. Okay, alles klar. Von mir aus. War jetzt nicht so geplant, aber... Man muss auch mal außerplanmäßig so ein bisschen unterwegs sein. Ah, hin und wieder. Das ist okay. Ich kann damit leben. Hier noch irgendwas? Irgendwas, wo lange wir noch hier sind? Okay. Okay, klack, auf geht's und dann nehmen wir uns die Waffe doch auch schon mal gleich mal mit. Hey, leg ihn da mal hin. Kann ich eine Waffe aufsammeln? Okay. Hier liegt doch noch eine, die möchte ich haben. Holy... Da hinten sind auch irgendwo Feinde, das weiß ich noch. Egal, wir machen das. Da kommt einer. Holy. Oh, die schießen echt gut, ey.
halten auch echt viel aus. Bin noch nicht sicher, ob ich mir einen Gefallen getan habe mit diesem Schwierigkeitsgrad. Erstmal die Piste, würde ich sagen, oder? Könnte aber sein, dass da gleich noch einer rauskommt. Es könnte wirklich sein, dass da noch einer rauskommt. Was habe ich gefunden? Ach, noch mehr Munition für unsere Pistole. Sehr schön. Nix Alarm. Kipp um. Okay. Wusste doch, dass da noch einer kommt. Warum zappelt der so? Hör auf, hier rumzuzappeln. Hä? Medi? Wie nehme ich eigentlich Medikit? Hier ist irgendwas. Ein Schutz. Rüstung blockiert feindlichen Schaden, bis sie zerstört wird. Sehr nice. Und nochmal mitnehmen. Sturmgewehr-Muni. Jawohl. Haben wir wieder ein bisschen Sturmgewehr-Muni. Aber irgendwie, ich muss nochmal in die Steuerung kurz gucken, Leute. Ist sowieso jetzt ein bisschen chaotisch hier, die erste Folge. Da muss ich erstmal drauf klarkommen. Ich habe auch nicht unbedingt mehr damit gerechnet, dass das Spiel heute noch rauskommt, weil es war halt schon der 10.11. Und da stand halt, ist noch nicht verfügbar. Aber jetzt war es halt doch verfügbar. Und dachte ich mir, das kann ich mir nicht entgehen lassen. Dann musst du jetzt einfach mal die erste Folge schon mal machen. Tastenbelegung. Medikit einsetzen. Müsste ich mal gucken. Medikits verwenden ist Q. Ah, okay. So sieht das aus. So sieht die Animation aus. Die war damals auch ein bisschen anders. Oh, lecker. Ein Wacky Burger. Ein schöner Wacky Burger jetzt. Und der zappelt ja immer noch. Hallo, mein Freund. Na? Sympathisches Kerlchen auf jeden Fall. Oh, hier ist eine Figur, eine Sammelfigur. Schatz gefunden! Okay, wir haben einen Schatz gefunden. Also scheinbar sind hier auch überall so eine Sammelgegenstände verteilt. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall... Ich bin's, Frank. Antworte, wenn du da bist. Janet, wo bist du? Wir warten in der Zentrale auf dich. Ruf mich zurück, okay? Ich glaube nicht, dass Janet nochmal antworten wird. Wenn das die ist, die uns da gerade retten wollte eigentlich, arme Frau. Hat nichts falsch gemacht, auf jeden Fall. Doch sie hat es am Ende getroffen. Aber wir werden sie rächen. Okay. Ich habe auch gesehen, es gibt ein Achievement, da muss man ohne Schaden durch ein Level gehen. Aber dafür kann man ja vielleicht die Kampagne dann irgendwann nochmal neu starten und dann auch einfach mal auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad da durchgehen. Aber interessant, wir haben jetzt schon einen Sammelgegenstand gefunden. Deswegen ist, finde ich, immer gut, wenn sowas belohnt wird, dass man auch die Welt so ein bisschen erkundet. Wir können ja jetzt erstmal so ein bisschen durchrunnen, oder? Ich meine, das ist... Mit Medikits kannst du einen Teil deiner Gesundheit wiederherstellen. Ja, danke, das habe ich gerade schon selber rausgefunden. Das war schon erforderlich, leider. Ich wurde schon... getroffen. Muss auf jeden Fall vorsichtig sein. Dem haben wir es gegeben. Es ist aber runtergefallen. Ich wollte eigentlich seine Muni haben, aber das ist, glaube ich, gar nicht möglich, oder? Attacke! Attacke! Also KI könnte sich noch, ist noch verbesserungswürdig, aber ja, es ist halt heute der Release-Date. Also ich weiß nicht. Bis jetzt waren die noch nicht so der Knaller. Nee, gib mir erstmal die. Ho! Da unten. Unsere Golden Gun. Ich wollte gerade sagen, warum haben wir so wenig verloren? Aber wir haben ja unsere Schutzweste. Klar, dass wir noch nicht so viel verloren haben. Aber gut, dass ich die eingesammelt habe. Shit, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Geh auf meinen Down jetzt, Mensch. Sehr schön, er ist hier runtergefallen. Sehr gut, sehr gut. Dann können wir uns gleich auch nochmal bedienen. Oh, nie. Lass ihn diesmal nicht entwischen. Tötet ihn. Bringt mir den Schließfachschlüssel. Du kannst nicht ewig weglaufen, Nummer 13. Ja, genau. Wir sind nämlich Nummer 13. Aber da werden wir nach und nach dann rangeführt in die Story.
So, die grobe Handlung wurde ja jetzt erklärt am Anfang. Aber ja, es werden nach und nach Geheimnisse gelüftet, aber ich werde nichts spoilern oder so. Vor allem ist es halt auch lange her, seit ich das selber gespielt habe, also an die kleinen Details werde ich mich eh nicht erinnern können. Hey! Von wem wurde ich hier attackiert? Ich hatte einfach Leben verloren. War das wegen dem? Na egal, komm. Okay. Sturmgewehr-Muni. Ich glaube, ich bleibe erstmal bei der Piste. Ziele werden durch ein gelbes Symbol markiert. Okay. Oh. Okay, sehr schön. Ich bin noch ein bisschen vorsichtig, Leute. Ihr seht das, aber... Jawohl. Ja, bis jetzt geht es vom Schwierigkeitsgrad. Ist okay, wenn das so bleibt. Wir haben ja später noch bessere Waffen. Natürlich werden die Gegner auch noch bessere Waffen bekommen. Ob es sich lohnt, hier in den Booten zu gucken? Ist jetzt die Frage, ne? Ob hier irgendwelche Sammelgegenstände sein könnten? Ich könnte es vermuten. Wir sind auf jeden Fall gleich am Ende des Levels, das weiß ich. Aber man muss ja überall mal ein bisschen schauen. Ich meine, ich muss das ja selber auch erkunden. Ich habe mich so gefreut über dieses Remake, dass es überhaupt... Dass sowas überhaupt in der Mache war. Als ich das erfahren habe, ich konnte es gar nicht glauben. Sind das Granaten? Ach, ein leichter Helm sogar. Okay. Haben wir nochmal ein bisschen mehr Schutz. Ob das jetzt auch nur wirklich nur zählt, wenn wir am Kopf getroffen werden, oder ob das jetzt einfach zu unserer gesamten Schutzweste addiert wird quasi. Ich weiß es nicht. Kann man da auch rauf? Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, da rauf zu gehen. Ich habe auch Angst, dass da irgendwie vielleicht so eine unsichtbare Wand ist und wir dann ertrinken. Auch wenn das auch ein Achievement ist, das habe ich gesehen. Wir müssen einmal ertrinken, aber ich glaube... Das machen wir nicht jetzt. Nicht im ersten Part. Ich muss ja nicht im ersten Part schon nur einen Fail haben. Wenn es nicht unbedingt sein muss. Also ich weiß, dass da... Oh, man muss sich ein bisschen aufstoßen. Was ist denn jetzt los? Huiuiuiui. Wenn du dich verirrt hast, drücke F, damit das Ziel wieder erscheint. Okay, ich drücke einfach mal F. Ah, da. Oh, ich habe glatt die Orientierung verloren. Es gibt so viele Wege, die man einschlagen kann. Meine Güte. Was ist da vorne? Ja, ich glaube, hier kommt gleich wieder ein Feind. Da ist auf jeden Fall noch einer oder ein bis zwei Feinde kommen noch. Das weiß ich. Wo seid ihr? Ach du Scheiße. Holy... Ja, okay, die haben wir beide, aber es könnten noch mehr sein sogar. Wie so eine Waffe, so schön funkelt. Hat schon irgendwie Style. Ist bestimmt noch einer. Das waren noch nicht alle. Aber es lohnt sich ja, sich hier umzuschauen. Eine weitere Sammelfigur, Leute. Eine weitere Actionfigur. In unserer Sammlung. Dossier-Eintrag. Sheridan. Ich will die gerne alle sammeln, auf jeden Fall. Aber man kann ja später auch nochmal zurückkommen. Also scheint ja so, als ob man die öfters spielen kann. Stand ja eben auch da. Man konnte ja auch einzelne Missionen, einzelne Level auswählen. Wenn man dann irgendwann mal was vergessen hat, kann man ja wieder zurück. Das ist ja nicht das Thema dann. Aber wäre natürlich schön, wenn man die alle beim ersten Mal direkt findet. Was aber wahrscheinlich unmöglich ist. Closed for Winter. Kommt man nicht unter durch. Schade. Ich glaube, so gründlich habe ich mich hier noch nie umgeschaut, aber damals gab es auch diese Sammelfiguren nicht. Das haben sie neu dazugepackt. Ein Schlüssel. Den Schlüssel nehmen wir mit, den brauchen wir für die Karre. Damit wir hier wegdüsen können. Medikit? Habe ich schon mitgenommen? Aber cool, dass hier so eine Actionfigur drin ist. Da muss man auch erstmal gucken, ne? See you soon, Marina. Ja, okay. Dann lasst uns doch mal aufbrechen, wenn hier nicht noch irgendwas ist. Nö. Dann, Leute, lasst uns aufbrechen.
Winslow Bank, Untersuchung. Okay, gelangen Sie in den Tresorraum. Schonen Sie das Bankpersonal. Ja, Leute, ich würde aber sagen, das war's mit dieser ersten Folge für heute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt genauso Lust auf dieses Projekt wie ich. Und wenn das der Fall sein sollte, würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Und bis dahin sage ich mal ciao. Bis zum nächsten Mal.